Hey, hey, schönen guten Tag. Dominik Dussek, mein Name. Ich befinde mich wieder oder noch immer in meiner schlecht ausgeleuchteten Höhle und habe die Absicht, aus ihr gute Musik in die Welt hinauszuschicken, in eine Kamera hinein, in die Welt hinein. Das ist meine Absicht. Gute Musik aus einer schlecht ausgeleuchteten Höhle. Heute geht es um eine Platte aus dem Jahr 1990. Es ist eine Platte eines ganz, ganz großen, würde ich sagen, auf jeden Fall eines Mannes, der in Italien schon fast ein Nationalheiliger ist. Und ich rede von Fabrizio De André. Fabrizio De André und im Speziellen von der Platte Le Nuvole, Die Wolken. Ja? Ich habe leider nur ein Reissue dieser Platte. Die Farben auf der Originalpressung sind hübscher und der Rahmen, also dieser Rahmen, der hier um die Wolken ist, ist eigentlich schmäler. Ich habe leider nur dieses Exemplar. Fabrizio De André, man kann wirklich sagen, in Italien eine Art Nationalheiliger, jedenfalls eine Art unumstrittener Musiker und Poet in seinem Fall auch. In Österreich, ehrlich gesagt, fällt mir niemand ein, der vom Standing her, wenn man das so marketingorientiert sagen will, der vom Standing her ähnlich dran ist. Der Ambros ist es nicht, der Danze ist es nicht, auch André Heller ist es nicht. Wer soll das sein? Ja? In der Schweiz kann man vielleicht sagen, kann man ihn vielleicht vergleichen mit Manni Matta. Ja? Allseits beliebt, kaum jemand kann was gegen ihn sagen. In Deutschland kann man ihn vielleicht vergleichen mit Udo Lindenberg, von dem her, von der Musik her natürlich nicht. Die Musik von Fabrizio De André ist ganz anders. Und Fabrizio De André ist eben nicht nur auch, ja, man darf hier seine musikalischen Fähigkeiten keinesfalls unterschätzen, aber er ist eben nicht nur ein Musiker, sondern auch ein großer, großer, vor allem Anarchist. Fabrizio De André hat begonnen, Musik zu machen in den 60er Jahren. Er hat auch begonnen, Youth zu spielen in den 60er Jahren. Aber weil er dann ein Lied geschrieben hat namens La Canzone di Marinella, das von einer damals populären Sängerin namens Mina aufgenommen wurde und zu einigem Ruhm gebracht wurde. Deswegen, so geht die Legende zumindest, hat sich Fabrizio De André entschlossen, das Youth-Studium hinzuschmeißen und voll auf die Musik zu setzen. Er selbst hat das Lied auch aufgenommen, ist dann später auf seiner, je nach Zählart, dritten oder vierten Platte erschienen. Sie heißt jedenfalls Volume 3, also würde ich mal sagen, es ist eher die dritte Platte. Selbst LPs hat er gemacht ab dem Jahr 1966. Da ist eben eine Singles Compilation erschienen von seinen Singles, die nur so halb als richtige Platte zählt. Dann gibt es 1967 die Platte Volume 1. Und mit dieser Platte beginnt ein Werk, das sich fortsetzt bis ins Jahr 1996. Ein Werk, das sich auszeichnet durch immer wieder großartige Platten unterschiedlichster Art. Fabrizio De André kommt durchaus vom traditionellen Canzone, aber hat das schon recht bald verlassen und auch Pionierarbeit in anderen musikalischen Genres geleistet. Dazu kommen wir später noch. Herausragende Platten, ich nenne nur ein paar davon. Die zweite Platte, Tutto Marimo a Stento, ist so eine ganz seltsame Art, fast schon Musical. Also es singen nicht, es gibt nicht verschiedene Rollen, die da singen. Es singt alles Fabrizio De André selbst. Aber es klingt so nach einem ausufernden Konzeptalbum mit den Mitteln des Schlagerfestivals von Sanremo und natürlich, ja, das, da geht es nur um die Orchestrierung und dem Gesang und den Texten von Fabrizio De André. Sehr, sehr gute Platte. Dann gab es 1970 seine erste Platte oder die Platte, die so ein bisschen die Ära der Konzeptalben eingeläutet hat bei ihm, bei Fabrizio De André, die hieß La Buona Novella und vertonte Teile der Bibel, die vom Konzil, das vom berühmten frühen Vatikanischen Konzil, ich kann das Jahr jetzt leider nicht nennen, habe ich zu schlecht recherchiert, aber die Teile, die damals verboten wurden, beziehungsweise aus der Bibel rausgenommen wurden, die sogenannten apokryphen Schriften, die sind der Inhalt von La Buona Novella. Dann gab es noch ein paar eher Konzeptalben, bis 1974 die Platte Volume 8, also die achte Platte, rausgebracht hat und die war eine ganz entscheidende für ihn. Er sagt selbst, auf dieser Platte hat er gelernt, dass die Texte nicht eindeutig sein müssen, sondern dass Texte auch flüchtig sein können, dass Texte vielleicht sogar gewinnen, dass Lieder vielleicht sogar gewinnen, dass Musik gewinnt, wenn die Texte zwar eine Idee dahinter haben, aber etwas flüchtiger sind, weniger eindeutig sind. Und das hat er das erste Mal gemacht auf der Platte Volume 8. Das ist eine sehr reduzierte
Songwriter-Platte, wo im Wesentlichen Gitarre, Gesang und Streicher vorkommen. Die nächste Platte unmittelbar darauf, allerdings im Abstand von 3 Jahren, glaube ich, im Jahr 1978, war die Platte Rimini, seine poppigste Platte. Auf Rimini befindet sich auch das Lied Andrea, das Sie vielleicht kennen. Mandolinen-Sommerhit aus dem Jahr 1978. Interessanterweise besingt Fabrizio De André da die Liebe eines Menschen, eines Mannes zu einem gefallenen Soldaten, also eine schwule Liebe im Jahr 1978, gleichzeitig ein Antikriegssong und ein Pro-Schwulen-Gleichberechtigungs-, was auch immer-Song. Und ein Riesenhit. Das war die poppigste Platte. Dann gab es später die Platte, die ich nicht aussprechen kann, nämlich Cruza de Mai, glaube ich. Das ist ligurischer Dialekt, heißt, glaube ich, Maultierpfad. Und das war 1984 eine Platte, die vieles vorweggenommen hat, was später als großer World Music Trend um die Welt ging. Da gibt es alte, traditionelle italienische Instrumente, gibt es auch orientalische Instrumente, sehr getragene Lieder, oft mit viel Percussion und alle Texte auf Ligurisch, was damals anscheinend 1984 eine Sensation, Verzeihung, das war damals eine Sensation. Eine Sensation gilt bis heute als absoluter Meilenstein in der italienischen Musikgeschichte. Und nach dieser Platte sind 6 Jahre vergangen, bis Fabrizio De André die nächste Platte aufgenommen hat. Und diese Platte war eben Le Nuvole. Es ist Fabrizio De Andrés disparateste Platte, kann man glaube ich sagen. Auf der Platte sozusagen schmeißt er vieles, was er vorher gemacht hat, Canzoni, die World Music Einflüsse, aber auch ein Lied aus dem 18. Jahrhundert und auch Streicherarrangements. Er schmeißt da alles so ein bisschen durcheinander und heraus kommt eben seine inkonsistenteste Platte, aber auch seine vielseitigste Platte. Ein Lied gibt es aber auf dieser Platte, das absolut zentral ist, würde ich sagen. Zentral nicht nur für diese Platte, sondern für Fabrizio De André. Insgesamt, ich würde ja sogar sagen, auch für die Geschichte des politischen, im weiteren Sinne, Popsongs überhaupt. Und dieses Lied heißt La Domenica delle Salme. Es ist entstanden nach dem Mauerfall. Es war das letzte Lied, das Fabrizio De André für die Platte Le Nuvole, eben erschienen im Jahr 1990, aufgenommen hat. Es scheint, es wird erzählt, dass er, wo schon die Aufnahmen sehr weit gediehen waren, seinen Produzenten angerufen hat und gesagt, hey, wir müssen noch was rauftun, das geht so nicht, da muss noch hier, da muss jetzt noch ein Lied rauf, was mal hier Tacheles redet. Und dann hat er La Domenica delle Salme geschrieben und auf diesem Lied hat er eigentlich nicht Tacheles geredet. Er hat ein wahnsinnig bilderreiches Lied gemacht, das zu einer sehr sparsamen Gitarrenbegleitung in der Hauptsache vorgetragen wird. Eigentlich Strophen bestehen nur aus 3 Gitarrentönen mit absteigender Basslinie und der Refrain macht dann ein bisschen auf. Er zählt wahnsinnig viele Sachen auf, aber das Ganze gipfelt eigentlich oder das Ganze ist insgesamt, ich würde fast sagen, eine Warnung und ich würde sogar sagen, eine mit viel Vorausschau angebrachte Warnung vor der, wie er es nennt, schrecklichen Stille, die jetzt eintritt, da der Kapitalismus sich einbildet, dass er gewonnen hat. Ja, man hat viel später, oder nicht viel, ein paar Jahre später, in den 90er Jahren gab es dann das große Wort vom Ende der Geschichte. Da haben sich manche im Westen offenbar erhofft, ja, so, jetzt ist fertig, jetzt haben wir die Kummern gibt es nicht mehr. Ja. Darum haben wir, jetzt bleibt alles gleich, bis am Schluss. Wir haben gewonnen, jetzt bleibt alles gleich. Das war so die Fantasie damals. Und das hat Fabrizio De André, würde ich sagen, in La Domenica delle Salme bereits vorausgesehen. Denn da gibt's die Zeile vor, die von den Rechten gesungen wird. Non vogliamo più invecchiare, wir wollen nicht mehr älter werden. Er hat gewusst, was da auf uns zukommt. Es ist ein Lied, das irrsinnig viele Metaphern, irrsinnig viele Bilder, irrsinnig viele Anspielungen auf Personen der Geschichte, auf zum Beispiel Personen der Roten Brigaden oder auf Dichter oder Politiker bringt. Und am Schluss, nachdem dann die schreckliche Stille angeklagt wird, in der letzten halben Strophe, die so nachgeschoben wird, kommt dann der letzte Satz, der besagt, dass sich in ganz Italien von Palermo bis Aosta ein pulsierender, ein vibrierender Protestgesang erhebt und zack, wird das Lied abgeschnitten und man hört nur mehr die Zikaden. Das heißt,
Der vibrierende Protest wird nur noch von Zikaden vorgetragen. Ein fantastisches Stück, auch ein melodisch, zwar minimalistisch, aber großartiges Stück. Ergänzt wird diese minimalistische Gitarre und der Gesang von Maurizio de André mit so einer sehr expressiven Melodie, die mal von Geige gespielt wird, mal von einem Kazoo. Es ist ein kaum nachzuahmender großer Wurf, dieses Lied, und ist das zentrale Stück der Platte Le Nuvole. Wichtig ist auch, wir haben hier eine Platte, die inkonsistent ist, ich sagte es bereits, aber eine Platte, die zusammengehalten wird durch die Stimme von Fabrizio de André. Eine sehr markante Stimme, eine tiefe Männerstimme, man könnte vielleicht sagen eine Baritonstimme, die etwas ungemein Tröstliches hat, die sehr melodiesicher sein kann, aber immer oder fast immer in einem relativ engen Tonbereich bleibt. Eine gütige Stimme auch, vor allem wenn er über Menschen singt, über Menschen, die vielleicht harte Schicksale erlebt haben. Und eine Stimme, die eben auch so wahnsinnig unterschiedliche Platten wie Le Nuvole zusammenhalten können. Was haben wir auf Le Nuvole? Wir haben das Titelstück, das Intro der Platte, das eigentlich ausschließlich aus recht dramatischen, an- und abschwellenden Streichern und zwei Frauenstimmen besteht, einer alten Frau und einer jungen Frau, die über die Wolken reden. Ja? Da kommen wir vielleicht nochmal zum Cover zurück, ja? Le Nuvole. Es gibt meines Erachtens zwei Interpretationen zu dieser Platte. Die eine Interpretation ist, wie man auf diesem Cover sieht, ja, die Wolken, die schönen Wolken, ja, frei sind draußen, ziehen herum, ja, aber der Blick auf die Wolken ist verstellt durch einen fetten Rahmen in diesem Fall. Die andere Interpretation ist die, dass die Wolken für jene Menschen stehen, die sich der Verantwortung entziehen. Für jene Menschen, die Sachen anrichten, aber ungreifbar bleiben. Das sind die zwei Interpretationen. Jedenfalls erzählen die zwei Frauenstimmen im Intro einfach einiges über Wolken, dass sie schwarz werden, dass sie wie Tiere ausschauen können und so weiter. Und dann kommt das erste richtige Liedstück. Und das ist ein Stück, wie es kein zweites im ganzen Katalog von Fabrizio de André gibt. Das ist eine Art Kitsch-Klassik-Parodie namens Ottocento, die am Schluss noch in einem herzhaften, aber in Dissonanz, dissonanten, offenen Akkord endenden Jodel, ja, gipfelt dieses Lied, in dem es mir um das Verhalten der Reichen zu gehen scheint. Dann kommt das Stück Don Raffaele. Don Raffaele, ein Lied in neapolitanischem Dialekt. Es ist das Lied des Gefängniswärters, der über Don Raffaele singt, einen Mafia-Boss, der im Gefängnis sitzt und obwohl er im Gefängnis sitzt, immer noch der totale Chef ist und auch von diesem Gefängniswärter sehr respektvoll behandelt wird und mit gutem Kaffee versorgt wird. Dann kommt das schon erwähnte La Domenica delle Salme, das zentrale Stück der Platte. Vor und nach Don Raffaele sind aber noch so Klaviereinsprengsel, einfach Auszüge aus einem Klavierwerk von Tschaikowski. Warum? Man weiß es nicht so. Genau, das ist die erste Plattenseite. Auf der zweiten Plattenseite geht es dann eher in Richtung dieser schon angesprochenen World Music. Es gibt zwei Lieder, die auf Ligurisch gesungen sind. Ein Lied, das auf Gallurisch gesungen ist, also dem Dialekt des nördlichen Sardinien. Das erste Stück ist ein fetziges, funkiges Stück. Das ist ein einziges, wirklich fetziges Stück auf der Platte namens Megu Megun. Das Lied eines Hypochonders, der sich bei seinem Arzt beklagt. Dann kommt diese Ballade, die ich schon angesprochen habe, eine Ballade aus dem 18. Jahrhundert namens La Nova Gelosia. Sehr einfach, einfache Gitarrenbekleidung, wunderschöne Melodie. Fabrizio de André verlässt da ein bisschen auch den üblichen Tonumfang seines Gesangs. Sehr schönes Stück. La Nova Gelosia, die Gelosia ist die Jalousie. Es ist also das Ding, das das Fenster verschließt und somit in dem Stück die Liebenden trennt. Dann kommen zwei Stücke, die sehr an Cruza de Mayo, also an die vorige Platte erinnern. Das erste heißt Acima. Acima ist eine traditionelle ligurische Speise, eine Art gefülltes Brot. Und da wird sozusagen die Zubereitung dieses Brotes zelebriert. Und da gibt es ganz sicher irgendwelche Metaphern und Anspielungen drin. Und das letzte Lied heißt Monte di Mola. Monte di Mola, so nennen anscheinend die Sarden die Costa Smeralda, also die Nordostküste
Sardiniens mit diesen schönen Buchten, wo heute die Yachten der Reichen stehen, wo Silvio Berlusconi auch zum Beispiel gerne vor Anker lag. Und vor diesem Hintergrund spielt eine Geschichte von einem jungen Mann, der eine Eselin heiraten will. Und diese Hochzeit wird durch die Bürokratie verhindert. Also eine Art fast schon heitere, parodistische Geschichte. Man sieht schon, auf dieser Platte steht wahnsinnig viel nebeneinander, nicht nur textlich, auch musikalisch. Wir haben diese Pseudo-Klassik, die nach dem Intro-Debatte eigentlich eröffnet, und wir haben am Schluss dieses humoristische Stück. Also hat es wie so einen Rahmen aus Humor, und dazwischen kommt eben harte Politik, da kommt Resignation, da kommt dieser Bericht aus dem Gefängnis, da kommt plötzlich diese Ballade aus dem 18. Jahrhundert. Also wahnsinnig abwechslungsreich, zusammengehalten von der Stimme von Fabrizio De André. Fabrizio De André sollte in seinem Leben nach Le Nuvole nur noch eine Platte aufnehmen, 6 Jahre später, 1996, Anime Salve heißt die. Und auf dieser Platte bezieht er noch einmal klarer und eindeutiger als auf Le Nuvole Stellung für die Außenseite der Gesellschaft. Da gibt es ein Lied über einen Transsexuellen, da gibt es ein Lied über Roma und Sinti, da gibt es aber auch ein Lied über die Fischer, deren Gewerbe vom Aussterben bedroht ist, und setzt so eine Tradition fort, die ja auch schon auf Volume Otto und Rimini immer wieder verfolgt hat, über Leute zu singen, denen das Leben schlecht mitspielt. Es gibt so eine ganze Reihe von Liedern, wie zum Beispiel La Cattiva Strada oder auch Sally, die so Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet, Menschen, die am Schluss nicht wahnsinnig gut enden, aber die dafür ein aufregendes Leben an den Rändern der Gesellschaft gehabt haben. Diese, vielleicht kann man sagen, prototypische Art von Fabrizio De André Songs ist auf Le Nuvole nicht so vertreten, dafür aber eine ganze Reihe erstaunlicher Musik. Es ist sicher keine Musik, die avantgardistisch gewagt oder schräg ist. Es ist harmonische Musik. Es ist in gewissem Sinne konservative Musik, aber eben nur in gewissem Sinne. Denn die Sturheit, mit der Fabrizio De André seine Themen verhandelt, und die musikalische Offenheit, die er im Speziellen auf Le Nuvole demonstriert, die machen schon deutlich, dass hier jemand nach dem Reichtum der Welt sucht, dass hier jemand Grenzen überwinden will, Grenzen sprengen will, dass jemand hier will, dass die Welt aus mehr besteht, als es den Anschein hat. Musikalisch drückt sich das weniger aus, dieses Gewagte, dieses Anarchistische, das Fabrizio De André immer transportiert hat. Aber Le Nuvole aus dem Jahr 1990 ist eine sehr schöne, sehr abwechslungsreiche italienische Songwriter-Platte. Hören Sie sich Le Nuvole an. Es ist vielleicht nicht die beste Einsteigerplatte, eben weil sie so wahnsinnig unterschiedlich ist. Einsteigerplatten wären vielleicht eher Volume Otto oder Rimini. Aber hören Sie sich Le Nuvole an, und zwar mindestens 3-mal. Jede gute Platte muss man sich mindestens 3-mal anhören. Nächstes Mal geht es in meiner schlecht ausgeleuchteten Höhle um eine Platte, die noch älter ist. Um eine Platte, die in die Welt aber sehr, sehr ordentlich reingefahren ist und bis heute massiv nachhallt. Es ist eine Platte aus dem Jahr 1970. Ich freue mich drauf. Freuen Sie sich auch drauf? Hallo? Machen Sie es gut. Bis bald.